Wir sind heute in der Bergbau-Miniaturlandschaft an der Fundgrube Gesellschaft und die Miniaturhäuser der Neustädter Bergbaulandschaft werden heute eingelagert. Praktisch, wir bauen die ganzen 65 Häuser ab, tun die auf Transporter verladen und fahren die runter ins Siebensteiner Bachwerk, was unten ist am Haldenfuß, und dort werden die über Winter eingelagert. Genaue Zahlen von den Besuchern haben wir leider nicht, da die Bergbau-Miniaturlandschaft frei zugänglich ist das ganze Jahr über. Die Bergbau-Miniaturlandschaft ist von April bis Oktober frei zugänglich für alle Leute, die gerne herkommen, die Wandersleute, die hier vorbeikommen. Es gibt uns aber relativ großen Zuspruch, weil man doch mal ein paar Leute trifft, die sagen, oh, was habt ihr dort oben Feines aufgebaut? Also gehen wir ganz stark davon aus, dass die Bergbaulandschaft sehr, sehr gut besucht ist. Wir gehen davon aus, dass wir Ende April, Anfang Mai spätestens die Häuser wieder aufbauen.